Die Lage zwischen Manuelsen und Charo eskaliert hinter den Kulissen und dieser neue Vorwurf hat weitreichende Folgen. Was Manuelsen in seinem Livestream erzählt, führt direkt zu einer neuen Anzeige. Die beiden sind nicht mehr zu stoppen. Verpasse keine News mehr und abonniere den Kanal hier, sowie auf Instagram Rapcheck. Als ABK und sein YouTuber-Kumpel bei Charo in der Sendung zu sehen waren, wird Manuelsen damit persönlich angegriffen. Nicht nur ABK ist somit sein Feind, sondern auch Charo, der ihm eine Plattform bietet, wo Manuelsen beleidigt wird. Mittlerweile eskaliert die Lage, denn in der Nacht von Donnerstag auf Freitag geht Manuelsen live und antwortet Charo auf die ganzen Ansagen. Dabei bleibt es allerdings nicht, denn plötzlich behauptet er, dass Charo was mit einer 15-Jährigen hatte. Erwähnt zwar nicht ihren Namen, aber ihre Herkunft, um konkreter zu werden. Kaum war der Stream zu Ende, kassiert Manuelsen bereits eine Anzeige, denn das lässt Charo so nicht auf sich sitzen. Noch in der Nacht reagiert Manuelsen auf die Anzeige von seinem Erzfeind. Es scheint so, als könnte uns da noch sehr vieles erwarten. Bitte beachtet, es gilt die Unschuldsvermutung, bis das Gegenteil bewiesen wird. Leider hat Manuelsen die Ansagen und Streams bereits gelöscht, weswegen man nur noch Ausschnitte davon findet. Oh, Charo. Mann. Stories postest du, meine Töchter? Gar kein Problem. Du bist sowieso ein Shadow Sis. Geworden, muss ich dazu sagen. Ich habe mal eine andere Frage. Willst du uns allen hier Anwesenden mal bitte was erzählen über die 15-jährige Mazedonerin? Ich will ihren Namen jetzt aus datentechnischen Gründen mal nicht preisgeben. Ich bin mir sehr sicher, dass du ihn kennst. Erzähl uns doch mal was über die. 3-4 Monate her. 15 Jahre. By the way, die Brüder sind auf der Suche nach dir. Die haben uns kontaktiert. Aber wir sind keine Zinker. Oder, Charo, erzähl uns doch mal bitte was über deinen langjährigen Weggefährten Manni, der für dich im Knast gegangen ist und gesessen hat. Was so in den jüngsten Tagen mit dir und ihm passiert ist. Guck mal, Charo. Ich gebe dir genau bis morgen früh um 10 Zeit, dass du nur diese hässliche Story löscht. Wenn du diese Story nicht löscht, dann werde ich dich fix und fertig machen. Nur, dass du das weißt. Ich werde dich fix und fertig machen. Fix und fertig. Okay? Dass kein Eiweißshake mehr in dich reinpasst. So, ich werde dich so fertig machen. Nur, dass du das weißt. Mäschi? Und diese Geschichte mit dem... ja, da war wieder so Niete. Guck mal. Du, ne? Wenn du mit mir über Islam reden willst, Walla Billa, öffentlich. Öffentlich, ich fordere dich zu einer islamischen Debatte raus. Jetzt sofort, wenn du auf Prediger machst. Ich fordere dich zu einer islamischen Debatte raus. Erklär du mir, warum du im Recht bist. Und warum du mehr weißt als ich. Erklär mir das. Das möchte ich gerne wissen, ja Kiffer, ja Junkie. Ja? Sagst den Leuten, vielleicht von Drogen, hör mal auf LSD zu nehmen, Charo. Das ist auch zu unseren Ohren gekommen. Hör mal auf LSD zu nehmen, das knallt auf den Schädel. Nahtoderfahrung und so. Hör auf damit. Das schießt dir dein Ego weg, du da Youth. Ah ja, Charo, nur dass du weißt, ne? Ich guck das mit Snowbox, ich so. Nur dass du weißt, was für ein Sheriff du bist. Okay? Ich werde dein Pastrami-Sandwich, wofür du 12 Euro haben willst, ne? Wallah, Jihad, Sinan und ich, Wallah, wir werden das in Essen Belash verteilen. Wir werden das Belash verteilen. Dein Pastrami-Sandwich, wofür du Geld willst, wir verteilen das Belash. Weil du so ein Ehrenloser bist und für einen Toast 12 Euro haben willst, ne? Und das, Karl Pastrami, wozu, mir passt immer vom türkischen Bakal und du willst mir das für 12 Euro verkaufen. 80, Fik 80.
Guck, was ich mache. Guck, was ich mache. Dein Toast, lass wir geben, umsonst. Guck, was für einen Block wir daraus drehen. Guck, was wir machen. Guck. Küss die Hand von Axel. Küss die Hand von Axel am Ende. Dein Hotdog hat dein Pastrami-Sandwich gechützt. Geh weg. Rach. Geh bei Atze lernen, wie man Toast macht, ja, Maniac. Geh zu Atze. Alle Leute, geht bei Team 3 in Frohnhausen. Das heißt nicht mehr Team 3, das heißt, bitte bleibt das Café. Ist aber auf der gleichen Straße, nur gegenüber. Frohnhausen, geht, fragt, ihr findet das schon. Ne? Vergleich bitte das Pastrami-Sandwich für 12 Euro von Charo. Und vergleicht bitte den Hotdog von Atze. Auch das Toast von Atze, damit. Für 3 Euro. Und dann sagt mir bitte, dass der nicht ein richtig dreister kleiner Kelp ist, dass er dafür so viel Geld haben will. Karl Pastrami. Geh, Wadak. Geh. Du hast einen großen Fehler gemacht, Charo. Mach mich nicht wütend, Walla, ich bin maximal in Form. Nur, dass du weißt. Und hör auf zu posten mit Eier mal Eier. Komm du erstmal raus von deinem LSD-Trip, von deiner Nahtoderfahrung, dann reden wir. Da, komm nach Essen. Da, wo deine ganzen Landsleute wohnen, zu denen du gesagt hast, dass die ein dummes, dämliches Volk sind. Ja? Hast du nicht so gesagt? Komm nach Essen, verkauf Pastrami hier, ja, Maniac. Ja? Hast du mir Pastrami zu Wagyu Beef gemacht? 80, Fick 80. So, lieber Charo. Wie mir zu Ohren gekommen ist, angezeigt hast du mich also. Das ist ja neu, das ist ja ein alter Hut. Mich zeigen die Woche 6 Leute an, wegen irgendwelcher Scheiße. Aber ich will dir nur sagen, diese Anzeige ist nur von Wert, wenn man das nicht beweisen kann, ne? Was man angeblich gesagt hat. Also ich meine jetzt nicht uns, ich erkläre nur den Sachverhalt. Eine Anzeige ist nur gültig, wenn man das nicht beweisen kann, ne? Wenn du es wirklich jetzt auf... Wenn du wirklich willst, dass wir hässlich werden, mach so weiter. Mach so weiter. Lass einen Brief bei mir ankommen. Ein Brief, guckst du dann. Dann müssen wir den Fall aufrollen. Dann rollen wir den Fall auf, mein Freund. Lass mich nicht diese mazedonischen Brees in meinen Livestream holen. Lass mich die nicht in meinen Livestream holen. Die sind sowieso spitz auf dich. Okay? Ich sag dir nur, guck mal, mit dir tanze ich den Tanz bis zum Ende. Weil du stellst dich hin und sagst, ja, diese Filme gehen bei mir nicht. Olem, wer bist du dann? Wer bist du denn, Olem? Wer bist du? Denkst du, deine Gewichtheber-Sachen machen uns Angst? Wallah, ich fick dich genauso wie alle anderen, die ich gefickt habe. Dich fick ich vor denen sogar noch. Auf dich gibt es wenigstens einen Blumentopf. Nur, dass du weißt. Du... Ja. Oder du schickst deinen kleinen Bruder, der auf unser Kopf ist. Du schickst den, um deine Sachen zu klären. Ne? Du Köpek, du Köter, du. Ne? Und wir in der Güte unseres Herzens, so wie wir nun mal sind, fick ich unser gutes Herz, was wir haben. Sagen wir, Khalas, okay, Salih Anabi, Allahumma Salih ala Muhammad, wa Ali Muhammad. Kreis ist immer besser als Streit. Okay, wenn keiner mehr was sagt, dann soll so bleiben. Und jetzt gehst du und machst wieder so weiter. Du redest von das. Ich fick ein wie dich. Nur damit du Bescheid weißt. Charo 45. Guck jetzt, was ich mache. An die Rap-Check-Community, jetzt seid ihr wieder up to date und wisst natürlich, was momentan in der Rap-Welt passiert. Um nichts zu verpassen, könnt ihr meinen Kanal abonnieren und die Benachrichtigung aktivieren. Was denkt ihr über den Vorwurf und was glaubt ihr, wie geht es weiter zwischen den beiden? Ich freue mich schon, wenn ihr nächstes Mal wieder dabei seid. Mein Name ist Memo und bis zum nächsten Mal.